Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen immer noch Faster Than Light. Wir springen mal in den nächsten Sektor. Neben diesen alleingelassenen Abandoned Sektor. Wir spielen immer noch mit dem Rockman, also mit dem Steinmenschenschiff. Und sind tatsächlich ganz glücklich, dass wir den ersten Sektor relativ reich und unbeschadet überstanden haben. Und gönnen uns jetzt auch nochmal... Ja, was gönnen wir uns denn mal? Ich bin auch am überlegen, eventuell die Schilder abzugraden. Wir gucken mal. Wir lassen es vielleicht doch nochmal einen Moment sein. Ah, ein Distress und ein Store. Wir springen zum Distress und dann zum Store. Andersrum wäre vielleicht klüger, aber so versuchen wir es auch mal. Mhm. Da kommt ein Lanius-Schiff, das irgendwelche Leute angreift. Da das nur ein Schild hat, können wir es besiegen. Das wäre zum Beispiel auch ein Schiff. Also das hier und die unbemannten... wie sagt man, diese unbemannten... AI-Schiffe, die sind noch ein Problem für mich, denn die kann ich später nicht anzünden. Au, Kacke. Der hat wehgetan. So, aber ich glaube, der Rest der Geschichte, der hat sich relativ bald erledigt, denn... So, nee. So weit kommt das noch. Dass ihr hier noch wieder macht, was ihr wollt. Wer sind wir denn? Und wenn der trifft, dann war's das auch schon. Jawohl. Mehr Scrap für uns. Jawohl. Oh, und wir kriegen einen Halberd Beam geschenkt. Jawohl. Den nehmen wir doch mit Kusshand. Jumpen wir erstmal hier rüber. Gucken wir mal rein. Blub, blub. Backup DNA Bank. Oh, cool. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Das ist auch neu, eine Augmentation, die neu ist. Was mich jetzt gerade sehr ärgert, ist, dass wir schon wieder das, was wir gerne hätten, nicht haben. Aber okay. Das ist, wenn ich ein DNA-System, also diesen DNA-Raum habe, dann kann das System selbst kaputt gehen oder ausgeschaltet werden. Trotzdem kommen meine Leute wieder. Mhm. Das ist geil. Bin ich am überlegen, ob ich es mir gerade sogar kaufe. Was ist die Pegasus-Missile hier nochmal? Muss ich gerade nochmal angucken. Pegasus-Missile war relativ gut. Genau, ich schieße nämlich zwei Schüsse. Ist eigentlich sehr geil. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich relativ viel Geld in die Hand zu nehmen. Mir Pegasus Missile und den Explosive Replicator zu kaufen. Denn die haben dann eine 50% Chance, keine Raketen zu verschießen. Ich glaube, das machen wir mal. Und den Halberd Beam, den verkaufen wir dafür. Fairerweise muss man das mal sagen. Und dann reparieren wir noch unser Schiff. Aber was Raketen und was Treibstoff angeht, geht es uns relativ gut. Ein bisschen Treibstoff kaufen wir nochmal auf. Das geht uns aber sehr gut. Das brauchen wir nicht mehr machen. Ich habe immer noch Bock, mir theoretisch einen Teleporter zu kaufen. Aber die Variante mit der Pegasus-Missile, die ist auch nicht schlecht. Ah, toll, Intruders on board. an einem Schiff, wo kein Ausgang geplant ist. Ich kann die nicht... Ausgangstechnisch. Das Problem ist, die Rocks bewegen sich doch alle relativ lahmarschig. Das heißt, er muss da jetzt schon raus. Ich hoffe, das können wir so überleben, wie wir es jetzt machen. Der Punkt ist, wir haben natürlich mehr Leben als die alle. Und deswegen können wir da ganz gut fighten. Das reicht schon. Dafür tauschen wir dich aus, bevor du stirbst. Und du auch. Du musst das ein bisschen aushalten hier, Kidskin. Das reicht. Okay, das war ein bisschen schwierig, dadurch, dass meine Jungs alle sehr lahmarschig sich bewegen und dass man hier wirklich die Gegner nirgendwo hin treiben kann. Also in den anderen Schiffen, wo ich halt die Türen aufmachen kann, kann ich ja meine Gegner irgendwo hin treiben, in der Form, dass ich sage, kommt, ich mache die Türen alle auf und wenn ich die Türen alle aufgemacht habe, dann geht die Luft aus und dann müssen sie in Räume, wo noch Luft ist. Und das kann ich in diesem Schiff nicht. Es gibt gar keine Türen, die ich aufmachen kann. Und das Schlimme an diesen Intruders on Board Events ist, so sehr mir die natürlich auch Erfahrung beim Kämpfen geben, bringen die mir sonst nichts. Und das ist natürlich auch nicht schön. So. Die Pegasus Missile ist insofern ganz nett, weil sie eben zwei Raketen schießt, alle möglichen Effekte haben kann und ganz normal Schilde pierst, also da kann man mitarbeiten. Das ist meines Erachtens auch eine der besten Raketen im Spiel. Nicht ganz so gut wie die Hull Missile, die wir vorhin mal hätten haben können, aber ich will halt eigentlich einen Teleporter haben. Aha. Okay, es gibt das sind hier neue Sachen aus dem Advanced Edition, die ich selber auch noch nicht kenne. Es gibt hier eine örtliche Siedlung und da gibt es irgendwelche Metallschiffe, die vorbeigeflogen sind.
Aha, okay. Und die sind einfach weitergeflogen, obwohl man aufs, obwohl man Warnschüsse abgegeben hat, aber die hätten sie eigentlich im Grund und Boden stampfen können. Naja. Langweilig, vielleicht passiert hier was, wenn man die richtigen Sachen schon mal geskillt hat. Da ist eine Tankstelle quasi, aber die können wir nicht, mit der können wir keinen Kontakt aufnehmen. Wir versuchen das mal. Ah, okay, und die bewegt sich auf einmal und es ist in Tatsächlichkeit so ein Schiff von denen. Na toll. Dann heavy piercen wir die mal weg. Hoffentlich gleich reicht das. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Schneller. Das war gut. Das war perfekt sozusagen. Das kannst du quasi fast im Autofeuermodus beibehalten. Habe ich gar kein Problem mit. Schade, unser Weapon Specialist, der hat schon relativ gut was drauf mittlerweile, glaube ich, ne? Na, der hat fast schon Level. Dahin, nö, dahin. Die reparieren das viel zu schnell wieder. Nein! Gut, der alleine macht noch nichts. Solange der zweite Laser nicht dazuschaltet, kann der mir nichts. Denn der kommt nicht durch mein Schild durch. Das ist kein Pierce-Laser. Dum, dum, dum. Die haben noch nicht mal ein O2-System an Bord, sehe ich gerade. Das ist ja witzig. Ich meine, ja, die Lanius brauchen keinen Sauerstoff, das haben wir ja schon mitbekommen. Aber dass die nicht mal ein Sauerstoffsystem an Bord haben, finde ich witzig. Ah, okay, das ist eine Treibstoffplattform, das ist für die Lanius aber uninteressant und deswegen kriegen wir umsonst 4 Treibstoff. Cool. Cool, cool, cool. Wie kommen wir denn zum Exit überhaupt hin? Nur über diesen Sternenknotenweg, na dann springen wir direkt hin. Ich glaube denn, wenn wir so umständlich dahin springen müssen, dann sollten wir gucken, dass wir da noch hinkommen. Ah, über all diese Lanius, okay. Die wollen irgendwas machen. Wir versuchen mal, die anzurufen. Okay, also die Zivilisten haben gesagt, die wollen uns umbringen und wir haben gesagt, na, wir versuchen mal, die anzufunken. Daraufhin sind die Zivilisten gesagt, nein, bringt sie einfach um, die wollen uns umbringen. Wir haben gesagt, nee, wir wollen aber gucken, was die von uns wollen. Aha. In Wirklichkeit ist das aber ein Händler, der versuchen will zu tauschen. Und der andere hatte halt einfach zu viel Schiss. Oh, ein Burst Laser Mark III. Oh, die sind so toll. Das sind richtig geile Bomben. Was ist denn eine S-Bomb nochmal? Eine Small-Bomb. Ach so, okay, ja, die waren doof. Burst Laser Mark III kriegt man viel zu selten im Spiel angeboten, weil die viel zu gut sind. Aber die machen einfach 5 Schuss. Die kommen also im Prinzip, wenn alle treffen, durch jedes Schild im Spiel durch. Und haben dann sogar noch einen Schuss über. Das heißt, wenn man das Ding sich leisten kann und dann noch ein bisschen andere Sachen dazu, dann kommt man durch alles durch. Aber ich werde es mir weder kaufen, noch kann ich es mir sinnvoll leisten. Es kostet halt auch relativ viel Power. Und wir sind eher raketenbasiert mit diesem Schiff. Weil wenn wir aufbauen, dann bauen wir mit der Pegasus Missile und den Firebombs noch mehr Druck auf. So, nächster Jump-Punkt. Und wir kriegen keinen fucking Teleporter angeboten, Leute. Es soll einfach nicht sein. Aha, okay. Da kommt einer und will uns irgendwie wegscheuchen. Haha. Ich überlege gerade, ob bei der Bewaffnung vielleicht... Ja, mach mal. Ich riskiere jetzt gerade mal was. Dass ich meinen ersten Heavy Pierce auf das Schild gegeben habe, statt auf den Laser. Weil ich mir dachte, der kommt dann nicht durch mein Schild durch. Aber in dem Falle machen wir es jetzt beim zweiten Schuss doch richtiger. Das ist wieder die Geschichte, dass die Asteroiden da im Zweifel nicht so viel anrichten können. Deswegen schießen wir jetzt das Schild kaputt. Nö, gibt's nicht. Wer mich ärgern will, der kriegt auf die Nase. So ist das bei mir. Mhm. Aber wir haben ja auch das Problem, dass die Asteroiden unsere Schilde kaputt machen. Deswegen ist das schon gut, dass wir das so machen. Mhm. Wir sammeln ein bisschen Zeugs ein und du kannst mal reparieren gehen. Das muss erst repariert werden, vorher ist nicht. Der hat doch fast ein Level ab. Das ist fast ärgerlich, dass wir den abziehen. Aber gut, nun mal, so ist es nun mal. Ich denke, der Teleporter wird dieser oder dieser Raum sein. Ich meine, dass es auch nur ein 2-Mann-Teleporter ist. Was heißt nur? Ich glaube, es gibt nur ganz wenige 4-Mann-Teleporter. Ich weiß, der B-Cruiser der Crystals hat einen. Und der B-Cruiser der Mantis hat auch einen. Aber das sind, glaube ich, Ausnahmen und nicht die Regel. So. Und Interest on board. Wo wollen die hin? Da wollen 2 hin. Du kannst die da in Empfang nehmen. Nee, kannst du nicht. Da könnt ihr jetzt mal reingehen und sie davon abhalten zu kämpfen. Also zu Sachen kaputt zu machen.
Das geht mit diesem Schiff ansatzweise gut, weil Rocks eben ganz passable Nahkämpfer sind. Die kämpfen zwar nicht besser als andere, aber die haben halt einfach anderthalbmal so viel Leben als alle anderen. Und insofern, die kämpfen genauso gut wie jetzt jeder Mensch, der hier reingekommen ist. Und insofern können wir das Ding hier auch eigentlich relativ sicher, denke ich, nach Hause fahren. Oha. Da will er noch einen Killpoint scoren. Das lassen wir aber nicht zu. So. Ja, wir wissen, da geht es ein paar von unseren Jungs nicht so gut. Das ändern wir. Und Stelly darf dann auch noch heilen gehen. Das ist schon okay. Wer gehört hier nochmal hin? Ich weiß es nicht. Kletzkin war der Waffenmann. Und Hassifar war, glaube ich, der Pilot. Das heißt, Eoin kann hier schon mal hin, während du da heilen gehst. Ich glaube, das ist richtig so. So, Stelly wird auch noch hochgeheilt. Gucken wir mal. Hat schon ein bisschen Kampferfahrung, ein bisschen Kampferfahrung. Ja, die richtigen Jungs haben Kampferfahrung. Vor allen Dingen hat unsere Schildfrau richtig viel Kampferfahrung. Das ist gar nicht so schlecht, denn die würde tendenziell die erste sein, die ich abziehe zum Fighten. So. Ich würde ja gerne noch ein bisschen mehr hier in Schilde und Attackensystem und sowas investieren, aber es ist ja irgendwie verhext und verdreifacht, weil ich meinen blöden Teleporter nicht kriege. So. Uncle Joe's Fix-It Shop. Need a tune-up? We got you covered. Was ist denn deren Spezialität? Okay. Die wollen unser Türsystem im Austausch gegen einige Scrap verbessern. Warum kann ich das nicht machen? Ach, weil ich kein Türsystem habe. Ich habe nicht mal ein Door-System. Das ist ja krass. Das habe ich auch noch gar nicht gemerkt. Witzig. Ja, das ist ein witziges Schiff, das wir uns da ausgesucht haben. Liebe Leute, wir sind am Ende des Sektors. Und deswegen, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo dalassen. Und ansonsten freue ich mich, euch nächste Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich alles Gute.